Ja, es ist nicht zu überhören. Die Touristen sind heute wieder mal unterwegs und ich bin jetzt hier mal in der Totalaufnahme. Im Hintergrund seht ihr halt den Atatürk-Denkmal. Ja, es regnet. Es gibt auch schlechte Tage hier. Es hat vorhin erst angefangen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich immer zum McBeer gehe am Sonntag. Das ist gleich da drüben. Ich guck mal, ob ich das umswitchen kann. Genau, das ist da drüben. Und da könnt ihr mich eine Runde besuchen kommen und dann trinkt man Kaffee zusammen, klönen ein wenig. Ich denke mal, heute wird keiner kommen. Ist auch nicht so schlimm, der Kaffee schmeckt trotzdem gut. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Denkt daran, Montag ist kein Schontag. Enjoy your live in Antalya. Da habe ich wieder meinen Montagstalk von 20 Uhr türkische Zeit bis 19 Uhr deutsche Zeit. Bis eine Stunde etwa. Kommt vorbei, lasst euch gut gehen, lasst euch von mir voll quatschen und ich erzähle euch halt, was denn so die Woche ging. So, meine Freunde, ich bin hier wieder mal am Atatürk-Denkmal. Das wollte ich einfach mal in einer Aufnahme zeigen, wo ich denn hier bin. Es ist zwar ein bisschen verregnet, aber dennoch ist dieser Platz halt einfach schön. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch einfacher so, im Grunde genommen mit dem Aufnehmen, weil die Sonne nicht so stört. Da laufe ich hier einfach mal um das Denkmal rumherum. Ist auf jeden Fall sehr imposant. Und ihr merkt schon, das ist heute ein bisschen ungelenker, weil in der anderen Hand habe ich einen Schirm, weil es regnet nämlich. Es ist nämlich ein bisschen gewitterig heute. Und nachher treffen wir uns wieder beim McBeer. Und ich habe mich heute als Wegweiser im Grunde genommen beschäftigt. Eine Frau hat mich angesprochen mit ihrem Jungen. Und die wollten irgendwas mit Ascenseur und dann ist mir eingefallen, ey, das ist doch dein alter Job. Ascenseur ist ja Aufzug, Lift. Und die wollte bestimmt zu dem Lift am Hafen. Also habe ich mit Düs und Sol ihr versucht zu erklären, wo sie langlaufen muss. Aber ich glaube, das hat sogar funktioniert. Und dann schaue ich einfach mal, ob sie wieder zurückkommt. Und ihr habt hier einfach mal einen Rundum-Anblick und ich laufe die ganze Zeit rückwärts, was nicht weiter schlimm ist. So, ich habe die Runde gleich geschafft und dann kann ich mein Stativ wieder benutzen und dann schauen wir mal, was geht. So, einmal rum. Jo, heute bin ich ein bisschen früher da, es ist noch nicht sehr viel los, ihr habt es ja vorhin schon gehört, leicht verregnet. Ich hau mir jetzt erstmal meinen Kaffee rein, mal schauen, wer kommt. Ich bin bis 11 Uhr da. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Vielleicht mache ich ja noch einen kleinen Spaziergang und nehme euch dann mit. Thank you.
meine Freunde, auch dieser Sonntag geht mit einem leichten Spaziergang zu Ende. Ich mache mich jetzt wieder auf nach Hause. Ich habe ein neues Betätigungsfeld gefunden und das tut mich richtig anzünden im Grunde genommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Lasst es gut gehen und denkt dran, Montag ist kein Schontag. 20 Uhr TR-Zeit, 19 Uhr DE-Zeit auf meinem Kanal Enjoy Your Life in Antalya. Thank you.